Wir servieren auf unseren Rückflügen in die Schweiz landestypische Gerichte aus unseren Ferienzielen. So können unsere Gäste einen letzten kulinarischen Gruß aus ihren Ferien mit an Bord nehmen. Zum Entscheiden, welche Gerichte wir über den Wulchen servieren wollen, sind wir in unsere Ferienziele gereist, um uns dort zu inspirieren zu lassen. Für die kulinarische Entdeckungsreise haben wir Mitarbeiter aus der Crew und Bodenmitarbeiter an die Destinationen geschickt. Unser erstes Ziel war die Kapstadt in Südafrika. Und dort haben wir Ashraf getroffen, unseren Chefkoch in Kapstadt. Er arbeitet für die LSG South Africa, wo das Essen für unsere Flüge auf Zürich kochen tut. What I'm planning to do with the Edelweiss crew is to expose the guys to the rich history behind our local cuisine, what Cape Townian and South African food is about, and to take the guys to the market, buy some raw produce and get the guys to produce our local dishes with us, to experience the full taste of Cape Town. Unsere Mitarbeiter haben einen Haufen südafrikanische Gerichte probiert und einen Favorit haben sie ziemlich schnell gefunden. Ich finde es wirklich super. Also alles, ich durfte bisher alles probieren. Das Glück. Und ich habe jetzt hier das Rindfleisch gerade vor mir. Mit dem gedämpften Brot, sagt man, glaube ich. Und ich finde es wirklich gut. Es gibt jetzt drei verschiedene Spezialitäten. Wir haben so einen Stew mit Fisch. Der ist recht scharf, aber sehr fein. Dann hat es noch etwas mit Lamm. Und dann hat es noch das Beef, wo so eine Art Novice so Dumplings drin hat. Und die sind mega fein. Das ist jetzt mein Lieblingsessen von diesen drei. Darum hat uns der Ashraf mit auf den Markt genommen, wo wir Zutaten für das Gericht gepostet haben. Ja, und dann ist es ernst geworden. Unser Team hat unsere Köche in Kapstadt besucht und ihr Favoritengericht zusammen mit den Köchen nachgekocht. Wir servieren unseren Gästen, die von Kapstadt auf Zürich fliegen, einen typisch südafrikanischen Eintopf mit Rüebli und Bohnen. So können unsere Schweizer Gäste ein bisschen Ferien mit in die Heimat nehmen und die internationalen Gäste ein bisschen Heimat mit in die Ferne nehmen.